Dank. Man kann sich vorstellen, dass wir zumindest für dieses Spiel oder für diesen Moment schon ein Stück erleichtert sind, weil ja eine gewisse Schockstarre schon letzte Woche da war. Schon alleine wegen dem Ergebnis, aber insgesamt, wie sich das entwickelt hat. Und ja, wir haben dann wirklich ab Sonntag weiter analysiert und haben aber die Spieler mitgenommen. Keine Kritik geäußert, sondern einfach versucht, das Wesentliche, was eine Mannschaft dann auch braucht, speziell im Abschiedskampf, zu vermitteln. Viele Gespräche weitergeführt und zumindest muss man sagen, von der Disziplin und von der Einstellung der Mannschaft, da können wir zufrieden sein, dass vieles nicht so ist, wie das vielleicht sein sollte, speziell für so eine Mannschaft, die ja, im Laufe der Saison andere Ansprüche angestellt haben. Ich glaube, das muss man im Moment vergessen, das muss hinten anstehen. Für mich freut es erstmal für die Fans, für den Verein, für die Verantwortlichen, aber natürlich auch für die Jungs und speziell für die ganz jungen Spieler. Geißler, Zickert und Knechtel, die für diesen Verein, für diese Region stehen. Und die anderen haben sie unterstützt. Ich glaube, dass das ein glücklicher Sieg war. Da müssen wir auch nicht großartig jetzt drumherum reden. Aber wir haben gekämpft und sind für das Kämpfen belohnt worden. Und ja, ist, zumindest lässt uns das weiter hoffen, diesen großen Worst Case zu verhindern. Den Kollegen und den Stuttgarter ist natürlich klar, die Situation ist nicht einfacher, aber ich habe gelesen, ich spekulieren ja alle ein bisschen, die da unten stehen. Vielleicht kriegt einer die Lizenz nicht, oder vielleicht auch ändert sich Woche für Woche. Also da eine Prognose abzugeben, oder das kann ich nicht. Ich hoffe natürlich, erstmal gönne ich das keinem. Es wird dann immer für sich gesprochen, ja, in der Region, aber das ist ja für alle bitter, abzusteigen, sportlich abzusteigen. Und deswegen, da werden noch die ein oder anderen kuriosen Ergebnisse kommen, da bin ich mir sicher. Das ist in allen Ligen so. Wichtig ist, dass wir, so wie nach der letzten Woche, zumindest eine Reaktion gezeigt haben. Wir haben noch zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel. Auswärts ist das in der Saison ordentlich, was die Punkte betrifft. Wir sind in den Heimspielen irgendwie hinterher. Da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Und wie gesagt, ich gönne das weder VfB noch anderen Mannschaften, aber uns gönne ich das schon gar nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre echt bitter, weil ich habe eine Vergangenheit erleben dürfen in Cottbus, die war fantastisch. Ich habe zweieinhalb Jahre super Umfeld, super Verein gehabt. Der Verein hat sensationelle Bedingungen, die kennen viele gar nicht, die wissen gar nicht, was da möglich ist, um das Geld ist irgendwie zu sichern. Und dann kann man über das oder dann muss man das analysieren, was ja in den letzten Jahren nicht so glücklich gelaufen ist, um nicht nochmal, wenn man es schafft, nicht nochmal in so eine Situation zu kommen.